Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Luft Videoschulungen. Unser heutiges Thema wird die Smart Route 3 sein, das heißt, wir werden sie komplett installieren, eine Anlage in Betrieb nehmen und auch die Visualisierung der Daten durchführen. Um die Smart View zum Laufen zu bringen, muss man vorher erstmal eine Datenbank installieren. Die Smart View läuft prinzipiell mit einer MySQL-Datenbank zusammen, ab einer Version von 5.1. Ich zeige kurz, wie man diese Datenbank dann auf dem Rechner installiert, obwohl das nicht innerhalb des Supports der Firma Luft fällt. Also erstmal das richtige Paket auswählen, ob zum Beispiel bei Windows 7 64-Bit oder 32-Bit. In unserem Fall haben wir hier die 64-Bit-Variante. Dann die Setup-Exe starten, eine typische Installation durchführen, den Ordner wählen und auf Install klicken. Dann installiert sich die Datenbank automatisch auf Ihrem Rechner. Da werden Sie nochmal gefragt. Dann einmal auf Next, Next und Finish. Jetzt wird die Datenbank noch konfiguriert, passend zu der Anwendung, also in dem Fall zur Smart View. Dann klicken Sie hier auf Ja, dann geht das Konfigurationsmenü auf, dann gehen Sie hier auf Next und machen eine Detailed Configuration, also eine detaillierte Konfiguration. Hier sollten Sie Developer Machine auswählen. Dann eine Non-Transactional Database auswählen, hier, Next. Manual Settings auswählen und ich gebe hier immer standardmäßig 50 Connections ein. Dann hier einfach auf Next. Der Port, der verwendet wird, ist 3306, sollte normalerweise funktionieren. Falls der Port von Ihrem Rechner benutzt wird, müssen Sie hier einen passenden Port eintragen, der über Ihren Rechner geht und funktioniert. Dann hier auf Next. Best Support for Multilingualism. Ganz wichtig, hier in diesem Menü müssen Sie auf jeden Fall diesen Include Bin Directory in Windows Path anklicken. Dann auf Next. Jetzt geben Sie das Passwort ein, um auf die Datenbank zuzugreifen. Wir geben hier immer, das können Sie selber auswählen, ein spezielles Passwort ein. Dieses müssen Sie sich merken, weil Sie das nämlich nachher noch in die Smart View 3 wieder eingeben müssen. Also wichtig, dieses Passwort auf jeden Fall merken. Dann Next. Und dann geht es schon in die Durchführung der Konfiguration. Dort müssen Sie auf Execute drücken und dann werden Ihre Konfigurationen durchgeführt. So, jetzt bekommen Sie die Meldung, dass alles geklappt hat. Jetzt gehen Sie hier auf Finish und die Datenbank ist installiert. Als nächstes werden wir jetzt die Smart View installieren, die Smart View 3. Normalerweise bekommen Sie die Smart View in einem ZIP-File, dann müssen Sie das halt auf Ihrem Rechner entzippen, am besten auf dem Desktop oder in den speziellen Ordner. Und grundsätzlich installieren wir die Smart View immer unter C, direkt unter C. Dort legen Sie dann einen Ordner an, der heißt Smart View 3 zum Beispiel. Und jetzt nehmen Sie die Dateien, die in Ihrem Smart View 3 Ordner sind, den Sie vorher entzippt haben, und kopieren diese Dateien in diesen Ordner. Einfach auf Kopieren gehen, dann in Ihr C-Verzeichnis unter Smart View und dort einfügen. Jetzt haben Sie eigentlich alle Dateien auf dem C-Laufwerk und die Installation beginnt, indem Sie die SmartView 3.exe starten. Das machen wir jetzt mal. Dann kommt hier erstmal eine Information zu dem Produkt. Das können Sie sich dann durchlesen. Können Sie auf OK klicken. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie die SmartView 3 in Deutsch oder in Englisch installieren möchten. Wir installieren es jetzt mal in Deutsch. Okay, hier haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen kleinen
Teile der Smart U, die drei kleinen Programme, auf verschiedenen Rechnern laufen zu lassen. Normalerweise laufen aber alle Programme auf einem Rechner, deshalb ist hier normalerweise defaultmäßig, also standardmäßig, das hier so angeklickt. Also einfach auf OK gehen, dann werden Sie nach der Error, nach den verschiedenen Error-Logs und Error-Files gefragt. Da brauchen Sie eigentlich, weil standardmäßig schon alles richtig eingestellt ist, standardmäßig immer auf OK klicken. Sie können hier zum Beispiel die Größe des Files verändern, aber wie gesagt, eigentlich standardmäßig alles soweit okay, können Sie auf OK gehen. Nochmal OK. Und jetzt werden Sie nach dem Passwort zur MySQL gefragt. Das haben wir ja vorher installiert. Und das Passwort, das Sie vergeben haben, muss hier eingetragen werden. Und zwar nur hier an dieser Stelle. Das mache ich ganz kurz. So, wenn Sie das gemacht haben, der Port ist auch 3306. Falls Sie den Port verändert haben, müssten Sie den hier dann auch verändern und können dann auf OK gehen. Jetzt startet die SmartView, startet erstmal mit der SmartCom. Jetzt sieht er natürlich, dass noch keine Datenbank vom Collector angelegt ist und fragt Sie, ob er die Datenbank anlegen soll. Dann sagen Sie natürlich ja. Dann verbindet er sich wieder. Sie sehen schon unten, hier startet schon die SmartCom hier unten in der Taskbar. Dann SmartView 3 Tabellen angelegt. Dann auf OK gehen. So, natürlich ist die SmartView 3 lizenzgeschützt, das heißt, Sie brauchen einen Schlüssel, damit die SmartView 3 zu Ende installiert werden kann. Diesen Schlüssel erhalten Sie von der Firma Luft. Ich gebe jetzt mal unseren Standardschlüssel ein. Dann auf OK gehen, dann bekommen Sie die Info, welche Lizenz Sie installiert haben. Dann wieder die Log-Files, einfach auf OK gehen. Dann sind Sie in den Collector-Einstellungen. Dort sehen Sie links hier die Modems, die auf Ihrem Rechner installiert sind. Falls Sie die verwenden möchten zur Abfrage, dann haben Sie hier oben die Collector-ID, die sollten Sie eigentlich auf 1 legen. Normalerweise starten wir mit der Collector-ID 1. Dann haben Sie hier den Betriebsmodus, verschiedene Zeiten, die Sie für die Modem-Abfrage einstellen können, aber eigentlich ist dort auch hier standardmäßig alles schon richtig eingestellt. Wie gesagt, mehr nähere Infos auch hier immer in den dementsprechenden Handbüchern. Auf jeden Fall können Sie dann auf OK gehen und dann verbindet er sich. Collector starten, ja. So, als nächstes haben Sie hier die Smart Web Einstellungen. Auch hier haben Sie defaultmäßig eigentlich schon alles richtig eingestellt. Hier könnten Sie zum Beispiel die Einstellung für Ihre Berichte anpassen, ob die Berichtsintervalle von 0 Uhr bis 59 gehen oder von 01 bis 00. Also wie gesagt, das müssen Sie dann individuell dann verändern, passend zu Ihrer Installation. Aber standardmäßig passt hier schon mal alles. Dann gehen Sie auf OK. Auch hier wieder die Log-Angaben, auch hier wieder auf OK. Und jetzt können Sie Ihren ersten Benutzer anlegen. Ich lege jetzt einfach mal einen Standardbenutzer von uns an. Hier können Sie auch, natürlich haben Sie eine komplette Benutzerverwaltung, das heißt, Sie können auch Rechte verteilen für die verschiedenen Benutzer, aber der Erstnutzer, den Sie nach der Erstinstallation hier bekommen, ist immer der Administrator. So, und sobald Sie dann hier auf OK klicken, ist die SmartView 3 installiert und Sie kommen schon in das erste Bedienungsmenü.